Wir werden jetzt noch einen super Musik-Act haben. Ich bin echt schon gespannt. Bitte einen riesen Applaus für die wunderbare Morgan! Ja, es muss ein bisschen näher. Warte. Passt schon, danke. Jetzt wurde ich aber in Verlegenheit gebracht. Dankeschön. Ich bin Morgane, ich komme auch aus Wien und war jetzt auch schon mit Killers Moore zusammen auf verschiedenen Mahnwachen in Leipzig und in Berlin und in Wien waren wir auch schon und fahren nächste Woche nach München. Und ich bin froh zu sehen, dass es immer mehr Menschen werden, dass immer mehr Menschen verstehen, worum es hier wirklich geht, nämlich um Frieden und um nichts anderes. Und dass sie sich selbst davon überzeugen, was hier auf diesen Friedensmahnwachen passiert. Und da bin ich sehr froh darüber, dass ihr heute so zahlreich hier erschienen seid. Dankeschön. Und wir sind hier heute, weil wir uns Frieden wünschen. Wir wünschen uns mehr Liebe in der Gesellschaft. Ja, und wir wünschen uns eine bessere Welt. Und so heißt auch mein erster Song, den ich für euch spielen werde.
lass uns fliegen. Lass uns fliegen. Denn gemeinsam sind wir stark. Komm, lass uns fliegen. Lass uns fliegen. Lass uns fliegen. Dann wird das Gute siegen. Dankeschön. Mein nächster Song handelt davon, wie wir, der Felix hat es vorher auch schon kurz angesprochen, miteinander umgehen in der Gesellschaft, in unserem Alltag, mit unseren Mitmenschen. Und mir fällt es sehr auf, wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder mit der Bahn fahre und die Menschen betrachte, dass alle Menschen sehr traurig aussehen in ihrem Gesichtsausdruck oder alle sehr ernst schauen und dass die Menschen eben sehr unglücklich aussehen. Und das finde ich sehr schade. Und dann habe ich mich gefragt, warum das so ist. Die meisten von uns haben einen ganz normalen Job, 40 bis 60 Stunden Woche. Und die meisten sind auch nicht glücklich in ihrem Job oder in ihrem Leben, in ihrer Familie, in ihrem Alltag. Die Menschen machen oft nicht das, was sie glücklich macht. Und ich denke, wenn wir selbst das tun, was uns glücklich macht, dann tragen wir selbst auch schon den Frieden in uns drin. Weil wenn wir unzufrieden sind, da steckt das Wort Unfrieden drin, dann können wir selbst auch keinen Frieden hinaus in die Welt tragen. Das beginnt bei uns selbst, wie Felix vorher gesagt hat. Und es ist so, dass wir Menschen uns so verhärtet haben, unser Herz, das haben wir verschlossen. Weil wir Angst haben und es ist ein Schutzmechanismus, weil wir den ganzen Tag zugemüllt werden mit schlechten Nachrichten und das wollen wir alles nicht mehr an uns ranlassen. Wir haben Angst vor Verletzungen und es ist einfacher, wenn wir unser Herz verschließen. Aber wenn wir unser Herz verschließen, dann können wir auch keinen Frieden in die Welt tragen. Und in dem nächsten Song geht es darum, dass wir wieder unsere Herzen öffnen müssen, weil nur so Frieden möglich ist. Strömen und der Wind rauscht in den Bäumen. Ich schaue aus dem Fenster und fange an zu träumen. Was wäre, wenn die graue Welt in bunte Farbe eingetaucht? Dann wäre diesem kalten Ort neues Leben eingehaucht. Ich blicke in die Ferne, frage mich, ob es dich gibt. Warum du nichts getan hast, obwohl du alles siehst. Gedanken wandern weiter, wortlos wundersam. Und ich fange an zu begreifen, dass ich die Welt nicht ändern kann. Es ist kalt und zu spät, um zu verzeihen. Es ist kalt, sag, hörst du mich nicht schreien? Es ist kalt. Ich sehe keinen Sinn mehr, es ist kalt. Und in meinem Herz ist es wieder so leer. Ich glaubte einst noch an das Gute, jeder meint seinen von uns. Doch mittlerweile weiß ich, es beherrscht kaum einer diese Kunst.
wenn ich so durch die Straßen geh und diese kalte Masse seh. Es scheint ja wirklich schwer zu sein, einfach nur nett zu sein. Und du sitzt da und schaust nur zu, und das soll Liebe sein. Da frag ich mich doch ernsthaft, wie muss dann die Hölle sein? Ich träum mich lieber ganz weit weg in eine andere Welt, wo Liebe in den Meeren fließt und Glück aus Knospen sprießt. Es ist kalt und zu spät, um zu verzeihen. Es ist kalt. Sag, kannst du mich nicht schreien, es ist kalt. Und ich sehe keinen Sinn mehr, es ist kalt. Und in meinem Herz ist es wieder so leer. Da, 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 da. Die Kälte will auch nun zu dir, lass ihn nicht herein. Zusammen können wir Liebe sein, öffne deine Tür. Die Kälte will auch nun zu dir, lass ihn nicht herein. Zusammen können wir, denn die Liebe schenkt uns Sonne, es ist Glück. Wir können mit Sand tanzen durch den Regen, es ist Hoffnung. Denn das Leben ist schön. Lasst uns gemeinsam ganz viel Liebe in die Welt hinaustragen. Ich komme zu meinem letzten Song. Den habe ich für diese Friedensbewegung geschrieben. Und der heißt Wir sind eins. Und da geht es darum, dass wir uns untereinander nicht spalten lassen dürfen, nicht zerteilen lassen dürfen in irgendwelche Lager, links, rechts, was auch immer, weiß oder schwarz. Weil wir alle gleich sind, wir sind alle Menschen und sind alle aus dem Gleichen gemacht. Und darauf kommt es an. Wir sind alle gleich, wir sind eins. Es gibt nichts, das uns zeigt.
das Blatt zu wenden, die Macht der Konzerne hier zu beenden. Und wenn ihr auch kein Licht mehr seht, leitet euch das Herz den Weg. Sucht euch im Außen, findet nach innen, für den Frieden erheben wir unsere Stimme. Mit euch zusammen singen. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne mitsingen. Kommt nächste Woche auf jeden Fall wieder. Wir müssen immer mehr werden. Und es war schön, für euch zu spielen. Dankeschön.